Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Chameleon Gems. Ja, es ist schon, Monate her. Ich weiß gar nicht, wenn ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ich kann kurz mal nachschauen. Sehr, sehr lang. Okay, ihr seht schon, man sieht jetzt die Maus auch noch. Das liegt daran, dass ich das Ganze jetzt auf meinem Laptop spiele und anders aufnehmen, sag ich mal so. Und für euch mache ich das Ganze wieder in Widescreen. Ich passe das Ganze wieder an, dass es wieder zu ein 16:9 Format ist. Und wir starten schon mal. Wir sind ja stehen geblieben beim Level 5. Und ja, wieso es jetzt so lange nichts mehr gegeben hat, ist, ich hatte nicht so viel Bock auf das Spiel. Es war ein bisschen schwer und ich hatte immer das Problem, dass ich aus dem Fenster hinausging und ja, es war einfach zu mühsam, so das zu spielen. Und ja, wegen dem habe ich das jetzt umgestellt und gedacht, okay, ich versuch's mal so, und funktioniert auch auf meinem Laptop gut. Deswegen machen wir einfach mal weiter und ich hoffe, ich krieg's hin. Oh, fängt schon an. Ja, wir sind bei 8.5. Ich habe das Ganze nämlich nicht hinbekommen, dieses Level. Ich habe eigentlich schon eine Aufnahme gemacht, dazu mal. Aber die Aufnahme ist schlechter. Damals hatte ich auch noch anders aufgenommen. Da hatte ich noch das Headset noch nicht, was ich jetzt verwende. Und so weiter und so fort. Da habe ich ja vieles ausprobiert. Manche Aufnahmen waren hier katastrophal. Da habe ich irgendwie nochmal versucht, mit dem Mikrofon da irgendwie aufzunehmen. Das ganze Zeug. Kamera, Mikrofon und so. Das war ein bisschen zu viel. Das ist gut. Und ich habe das jetzt alles nochmal nachspielen müssen hier. Bis hierhin. Gut, das ist ja nichts Neues. Ich bin ja nicht der beste Spieler von dem, aber ich habe auch gesehen, es gibt einen anderen, der das vor Jahren mal Let's Played hat. Der war aber super gut, der konnte nur drehen und wusste gerade, oh, rot, dorthin, oh, blau, dort. Also, einer, der das Spiel wirklich beherrschte. Gut, der hat nur das erste Level gespielt. Und die erste Stage, sagt man so? Ich weiß gar nicht. So. Von dem her, die erste ist auch einfach. Das hingegen hier kann einige schwer werden. Aber jetzt habe ich nicht mehr so das Problem, dass ich aus dem Fenster gerate. Dafür muss ich das halt, wenn wir arbeiten, das ist für euch das optimale Format. Ich könnte mal noch etwas unter den Neon-Einstellungen. Ging ja nichts. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob mit den Einstellungen, Grafikeinstellungen irgendetwas vorhanden ist, aber das gibt es leider gar nicht mehr. Ja, ich habe das Spiel jetzt schon länger nicht mehr richtig gespielt. Das G spielt wohl bitte. Jedenfalls, verzeiht mir, wenn ich da einige Fehler mache. Oh, wir haben schon mal den Teil hier geschafft. Stopp. So, ich denke, ich mache es den ausgewählt. Okay. Ich könnte den mal kaufen, oder? Yes. Gut. Ja, das Spiel ist natürlich immer noch auf Englisch und da wird sich auch nie was ändern. Scherz beiseite. Ist klar. Spiel, das Englisch entwickelt wurde, bleibt Englisch. Ja, ihr seht schon, das ist schon heikel hier. Gelb. Ja, toll.
Das war, ich weiß nicht, ob das die Stelle war, als ich gesagt habe. Das war knapp. Blau. Okay. Ups. Oh, ich habe doch getroffen. Ach, grün. Ich brauche eigentlich rot. Na toll. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Was war's? 80? So. Ich weiß auch nicht, was das Glück hier bringt. Und das ein erster. Okay. Auf ein neues. Ja, wo siehst du blau? Ich frag mich ab und zu. Oh, jetzt. Versaut. Dazu kommt er mit einer Farbe, die ich. Naja, irgendwo hinter den Ecken sehe. Wenigstens kann man hier die Wild herumläudern. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine die Richtung. Schießen, oder? Ja, seht ihr, immer wenn er weg ist, dann habe ich die Farbe wieder. Ach. Toll. Ja, der Vorteil hier in dem Level musst du immer ausmerzen. Egal. Weg damit. Egal, wenn du denkst, ja, das Item könnte ich gut gebrauchen. Also, dann musst du wirklich wissen, einmal treffen und dann. Ach, wollte ich ja. Das wollte ich noch weniger. Ja, da warten wir mal kurz. Nein! Ach, krieg ich heute mal etwas gebacken hier? Ich meine, ich bin schon. Ja, mehr als 2 Stunden an dem Spiel. An einem einzigen Part. Gut, es gibt andere Spiele, das ist natürlich genauso. Aber ich meine, es nervt einfach hier. Ich. Ich spiele dieses Level jetzt schon. Schon genügend lange. Ich meine, es ist nicht nur die 2 Stunden, die ich heute dran bin, sondern die anderen paar Stunden, die ich schon daran war. Das waren sicher auch noch 2 und dann sind schon 4 und. Naja. Nee, das ist schon. Im Prinzip ist es eigentlich nur ein einziges Level, das hier. Am meisten. Ja. Und zwar dieses hier. Brauche blau. Ja, super, jetzt wo ich blau hatte. Wie ist es natürlich. Also, 4 Stunden später. Tschüss, also. Tschüss. Ja, dann sind wir wieder hier, oder? Fängt ja schon gut an. Ha! Okay.
machen. Nein. Ich will da hinten treffen. Da. Ah, das ist nicht. Einfach nicht die Farbe, die ich brauche. Meistens. Natürlich mache ich es auch nicht gerade besser. Jetzt habe ich den gelben dort noch nicht weggebracht. Ja, toll. Ich hoffe, das nächste Level wird dann einfach besser hinbekommen. Also hier hinbekommen natürlich. Ja. Aber wir werden es hinbekommen. Eines Tages. Heute. Ach, das Ding verschwindet. Schade. Schade, Mama. Ah ja, und erwähnen wollte ich noch, es gibt ja diese Updates, die man machen kann hier mit den Waffen. Bringen natürlich mehr, als ich mal gesagt habe. Also, endlich haben wir es hinbekommen. Und ich meine die Updates von hier. Ich habe ja der, vorhin war er immer, stand hier. Gut. So. Stand hier immer 3 Minuten. Da steht ja 4 Minuten. Also die Aktion geht 4 Minuten. Alle 60 Sekunden, das heißt alle Minuten, bekomme ich dieses Item, also die 3 Eisschüsse. Also ist das Update nicht schlecht. Das heißt, wenn man hier ein Upgrade macht,
verlängert sich das Ganze natürlich. Bei manchen zum Beispiel Bier, wenn ich das kaufen würde, würde ich 20% mehr Geld bekommen. Ist auch nicht schlecht. Wir haben ja im letzten Part noch das Bonus-Level gespielt, wenn man das den letzten Part nennen kann. Den Part, der einfach dazwischen kam. Für das wäre der natürlich hier sehr gut geeignet. Dann könnt ihr auch 20% mehr Geld bekommen. Ja. Ich hoffe, dieses Level wird leichter. Das gibt's eben in dem Spiel, dass gewisse Level etwas leichter werden. Ich würde behaupten, jetzt so wie es aussieht. Also erstens habe ich mal mehr Platz, um zu treffen. Also dafür kann ich nicht ins Nichts schießen oder nicht so gut. Das ist natürlich nicht, dass ich es beim ersten Mal gerade hinbekomme. Außerdem, ja, wie schon einige Mal erwähnt, Let's Play zu machen, also eine Aufnahme machen, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil selbst wenn das Spiel einfach ist, gut, es ist dann natürlich einfacher. Man muss es eben auch lernen. Und ich muss noch ein bisschen lernen. Irgendwann werde ich dann da keine Probleme mehr haben. Aber es ist trotzdem irgendwie. Ich immer das Gefühl, ich bin schlechter, wenn ich ein Let's Play aufnehme, als wenn ich normal spiele. Weil irgendwie wie ein Druck da ist. Ja, ich will doch gut sein und so. Und das Problem ist auch, man lenkt sich ein bisschen zu sehr ab. Das Reden, ich möchte, also ich denke nach, wenn ich euch etwas erzähle zum Beispiel, und dann, wenn es mir nicht gerade in den Sinn kommt, dann denke ich so, ah, was war das nochmal? Und dann, ja, geht over oder so. Aber versteht mich nicht falsch, ich mache gerne Let's Play. Ja, das ist ja natürlich eine neue Erfahrung. Ich meine, du kannst auch ein Let's Play machen, dass du später dazu redest. Habe ich auch schon gemacht. Im Zweikanal vor allem findet man solche Videos. Bei dem Spiel habe ich ab und zu das Problem, ich sehe die Farben nicht so gerade. Es gibt immer, gut, es gibt immer 100.000 Möglichkeiten. Ah. Der war zu schnell rückwärts gegangen. Sieht eigentlich bisher jetzt hier, würde ich sagen, mal gut aus. Okay, ich. Wow. Ich muss ehrlich gestehen, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell ging. ja, liebe Leute, endlich ist es soweit. Wir haben endlich Stage 8 hinbekommen. Und ich danke an all die Leute, die das anschauen, auch wenn ihr mich leider vielleicht nicht versteht, weil es gibt viele Leute, die das schauen, die nicht im deutschsprachigen Raum sind. Aber vielleicht versteht ihr es ja, ich weiß es nicht. Manche Leute können Deutsch, manche eben nicht. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Amelon Champs. Tschüss!